Dankeschön. Freue dich am Herrn. Dann erfüllt dir deine Herzenswünsche. Ich weiß nicht, ob du welche hast, Herzenswünsche, aber ich habe eine ganze Menge Herzenswünsche. Ja? Mein Thema heute ist die Wirkung der Freude. Was bewirkt die Freude? Die Freude am Herrn. Und ich möchte gleich mit einem Lied anfangen. Also ich singe nicht, ich lese das Lied. Jesus sprach den Lobgesang, so das mache ich auch. Ja? Das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Ja, wo kam mir dieser Segen her? Ich habe sein Wort geglaubt. Und dann heilige Salbung bleibe auf mir ruhen, göttlicher Tröster leite all mein Tun. Ich ahnte nicht, dass mir so nah dieses wunderbare Heil, bis ich kam nach Golgatha, da war es mir zuteil, heilige Salbung. Ja, ich hielt noch dies und jenes fest, betrübte meinen Herrn. Und nur wenn die Seele alles lässt, erscheint der Morgenstern. Heilige Salbung bleibe auf mir ruhen. Die Räder wollten gar nicht gehen, ja, die sonst nicht richtig gehen, in friedenvoller Harmonie. Nun Tag und Nacht sie drehen, ja, da quietscht nichts mehr, da piepst nichts mehr und da ist nichts mehr Negatives da. O Teurer, teurer, werter Himmelsgast, du heiliger Gottesgeist, halt nun auf ewig mir die Rast, wie es Jesus es verheißen hat. Du Geist der Wahrheit, leite mich in alle Wahrheit nun, lass mich, ich bitte dich inniglich, allzeit in Christus ruhen und verkläre mit meinem Heiland mir im tiefsten Herzensgrund, so will ich allezeit danken dir mit Herz, Mund und alles, was ich habe, was ich bin. Ja. Und das ist die Salbung, die Freude am Herrn, da läuft das, das fließt, das ist alles flüssig. Halleluja. In Jesaja Kapitel 61 lese ich, der Geist des Herrn ist auf mir, hat der Prophet gesagt, das hat auch Jesus nachher zitiert. Und er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden eine gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen zu bringen, dass sie frei und freudig und ledig sind und zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn, das 50. Halljahr, das Jubeljahr, Halleluja, ja. Und den Trauernden Trost zu bringen und dass sie statt Asche Schmuck sich anlegen, statt Trauer schöne Kleider anziehen und den betrübten Geist aus dem Haus jagen. Sie sind Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn, preisgemacht. Das ist das Ergebnis der Freude, die Freude am Herrn. Da tanzt du, da jubelst du, da jauchst du, da springst du, da hüpfst du, da machst du Purzelbäume. Der Herr hat mich gesalbt. Wenn du die Freude am Herrn hast, das kannst alles, ja, dann hast du Freiheit, bist wiederhergestellt. Bis zum Jubeljahr wird alles zurückgekommen, was du verloren hast, abgewirtschaftet hast, verspielt hast, ja, verloren hast. Es ist ein Öl der Freude, das Öl der Freude für den Armen im Geiste, ein wundersames Öl. Da freust dich, da jubelst, da jauchzt, Halleluja, mein Gott, ich könnte Bäume ausreißen. Ja. Und das ist diese Salbung. Erinnert mich an die Einweihung des Tempels, damals um 164 vor Christus. Der Tempel war zerstört in der Zeit der Makkabäer. Ja, und da passierte ein Wunder. Ja, eigentlich der griechische Herr und König, der damals das Land beherrscht hat, wollte nicht, dass die Juden jubeln und jauchzen und so weiter. Und er hat gesagt, wenn das Öl aus ist, dann ist es für euch Schluss, vorbei, dann ist Feierabend. Ja, aber das Öl hat weitergebrannt. Und wir haben Chanukka, wir wissen, was die Juden feiern, das Öl hat gar nicht mehr aufgehört. Ja, wenn da die Salbung da ist, hört das Öl nicht mehr zu fließen, verstehst du, du hast immer Öl für alle Tage. Und wir haben 8 Tage weiter dieses Laubhüttenfest gefeiert, 2. Makkabäer, Kapitel 10, Vers 6, da liest du, und sie hörten nicht auf zu feiern, sie hörten nicht auf zu feiern. Wenn Öl da ist und das Licht brennt, hörst du nicht auf zu feiern. Sie haben sich nicht an die Gesetze der Griechen gehalten. Sie haben weitergefeiert. Sie ließen sich von ihnen nicht beeinflussen. Sie haben ihr Programm gar nicht geändert. Sie machten weiter. Wenn das Öl der Freude da ist, machst du weiter. Ja, machst du weiter. Und lässt dich nicht zwingen von niemand. Gott hat dafür gesorgt, dass das Licht weiter brennt. Und deshalb haben die Juden dieses Chanukka-Fest. Da steht, dass sie Licht haben. Ja, sie haben Licht und Feuer gehabt. Gott hat sie gesegnet. Sie haben sich auf ihre Hinterfüße gestellt. Wir können nicht aufhören, das Feuer brennt, dass der Leuchter brennt. Ja, das Licht ist da. Glaub nicht an die Obrigkeit. Und das ist meine Botschaft auch heute Morgen. Ich halte nichts von der Obrigkeit. Ob es hier im Reichstag ist oder in Washington ist oder in Moskau ist, verstehst du? Gott ist der Herr aller Dinge. Gott ist der Herr aller Dinge. Ja?
Und Antiochus gab sie den Beinamen Epiphanes, der hatte sichtbare Gott. Pfeift doch auf diese ganzen sichtbaren Götter, auf die ganzen Politiker, pfeift auf die. Ja, Antiochus Epiphanes hat den Sabbat abgeschafft, den Leuten, Juden verboten die Beschneidung und er entweihte den Tempel, hat sogar ein Schwein geopfert im Tempel. So eine Unverschämtheit. Ja, zerstörte sämtliche Schriftrollen, was die Juden noch hatten. Aber das Öl war da, die Freude war da, Halleluja. Lass die Welt untergehen, lass die Politiker untergehen. Das Öl ist da, Halleluja. Wir haben jetzt auch bald Europawahl, was glaubst du, was da alles passieren noch wird? Ja, der Staat kann viele Vorschriften machen, damals wie heute, ja, uns zur Sklaverei zwingen, ja, alles Mögliche. Bräute wurden sogar gezwungen, damals, bevor sie heiraten, also die Frauen, dass sie mit den Soldaten, griechischen Soldaten, Sex haben, ja, entjungfert werden. Das hat der Antiochus Epiphanes gezwungen. Und das ist, was der Teufel will. Der zwingt uns alles Mögliche. Und du darfst dich nicht zwingen lassen. Ich bin ich und die sind die. Macht, lass doch die machen, ja. Und ja, sie haben sogar die Lehren der Tora verboten. Und Frauen durften die Söhne nicht beschneiden, und wenn sie die beschneiden ließen, wurden sie getötet. Aber das Öl ging nicht aus, Halleluja. Das Öl ging nicht aus, das ist das Schöne dabei. Sie waren im Licht, im Leben, und sie haben gesagt, wir können nicht aufhören, solange das Öl noch da ist und der Leuchter brennt, verstehst du? Das ist der Allmächtige, der es zugelassen hat. Den Gläubigen gelang es, die Griechen zu verdrängen, auch aus dem Tempel. Die müssen draußen warten, bis wir soweit sind mit unserem Gottesdienst. Der Hohepriester Mattathias, ja, heißt auf Deutsch Hammer, verdrängte die Griechen aus dem Land nachher später. Und in Hebräer Kapitel 11, Vers 34 lese ich, ja, und durch den Glauben haben sie in der Schwachheit Kräfte entwickelt. Durch den Glauben sind sie stark geworden im Kampf gegen fremde Heere und sie in die Flucht geschlagen. Das ist, was Christentum ist. Christentum ist nicht, wir machen Bücklinge. Christen machen keine Bücklinge von niemand. Auch wenn in der Bibel steht, du sollst der Obrigkeit untertan sein, du sollst beten, dass sie dich in Ruhe lassen. Das ist alles. Das ist alles. Ja. Du sollst dem Teufel das Handwerk legen und ihn vertreiben. Einfach mit Gott im Bund bleiben und du wirst Großes leisten. So wie im Hebräer 11, Vers 34. Durch den Glauben. Durch den Glauben. Ja. Sie waren schwach, arm, klein, was weiß ich. Aber das Öl ging ihnen nicht aus. Und solange du Öl da hast, ja, kannst du was bewirken. 8 Tage lang hatten sie Öl, das geweihte Öl, und wir haben nicht nur 8 Tage, wir haben die ganze Ewigkeit geweihtes Öl. Halleluja. Für die ganze Ewigkeit den Heiligen Geist. Ja. Die Wirkung der Freude, das ist mein Thema. Selbst beim Fasten, die meisten Leute haben keine Ahnung, wie man fastet. Beim Fasten soll man ein fröhliches Gesicht machen, sich salben, was weiß ich, was man alles machen muss, verstehst? Fröhlich sein, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, heißt es einmal. Und in Matthäus Kapitel 6, Vers 16, da heißt es, wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler, wie die frommen Pharisäer. Macht ein fröhliches Gesicht. Halleluja, es ist Freude, dem Herrn zu begegnen. So viele geben ein trübseliges Ansehen, damit die Leute merken, ja, ich faste, siehst du es nicht? Ich faste, ja, ich faste. Damit die Leute merken, ich diene Gott. Nein, wenn du Gott dienst, dann sollst du Spaß haben, Freude haben. Halleluja. Jesus sagt, die Pharisäer haben ihren Lohn dahin. Wenn du fastest, da heißt es, dann wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest. So steht es in der Bibel bei mir, eine andere Übersetzung. Jesus hat ja eine ganz andere Auffassung vom Fasten. Fastet mit Freuden, Halleluja. Ich darf Gott suchen, ich darf Gott finden. Alles finde ich in Gott, was ich brauche. Wir meinen, Fasten ist ein Verzicht. Das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr. Ja, ich darf alles. Aber ich will das nicht. Verstehst du, ich mache es freiwillig, ja. Fasten soll eine fröhliche Angelegenheit sein. Ich will dir etwas anderes über Fasten sagen. Ich habe öfters in meinem Leben gefastet, sogar 40 Tage sogar. Und bin nicht umgefallen, tot umgefallen. Ja, ich habe weiter gepredigt, weiter Gott gedient beim Fasten. Ich habe mich nicht irgendwo eingesperrt und so weiter. Nein, ich habe für Gott gearbeitet. Weißt du, die meisten Leute denken, Fasten ist stöhnen und seufzen. Oh Gott, das ist so schwer, so hart. Ja, Jesus meint, sei fröhlich. Hier gehen die Vorstellungen weit auseinander, Jesus und die Juden. Jesus hält nichts von den Juden.
Wir tun was Gutes, wenn wir verzichten, Abstriche machen. Das brauche ich nicht. Ich kann alles machen, aber ich brauche das nicht. Ich verzichte freiwillig und ich habe Spaß noch dabei. Ja. Gott sieht das Herz an und nicht das Gesicht, das Äußere. Ja, Gott sieht das Herz an. Wenn wir von Gott etwas erzwingen wollen, wird nichts passieren. Glaub mir das. Wir können noch so hungern und verhungern und verdursten. Es wird nichts passieren. Wir müssen fröhlich zu Gott kommen. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, klatscht in die Hände, jubelt und jauchzt und tanzt und singt und was auch immer ist. Die meisten fasten falsch, auch hier in der Christenheit. Ja, von, was weiß ich, Aschermittwoch bis Oster, da fasten sie dahin. Aber das machen sie alles falsch. Ich darf jetzt keinen Kaffee trinken, keine Schokolade essen, keinen Fernseher gucken. Ja. Durch ihr Fasten wollen sie ihre Schuld abarbeiten, heiliger werden, als der liebe Gott ist. Und das alles ist Menschenwerk. Ja, es ist kein Evangelium. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, auch beim Fasten. Auch beim Fasten. Ja, wir wollen keine Selbsterlösung. Oder irgendwelche uns selbst was vormachen. Nein, ich faste mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Freuden. Das ist mein Thema, die Wirkung der Freude. Ich freue mich. Ich darf zu Gott mich nahen, ich darf mir Zeit für Gott nehmen. Ich habe so viel zu tun, dass ich für den Teufel gar keine Zeit mehr habe. Ja, das ist Fasten. In Jesaja 58 wird beschrieben, wie Gott sich ein Fasten vorstellt und wünscht. Bezahle deine Schulden. Ja. Gib dem Tagelöhner das, was er braucht, was er verdient hat. Lass die Leute nicht umsonst arbeiten. Ja. Und lass die Leute nicht warten. Erlass einem treuen Schuldner seine Schuld. Ja, dass du sagst, ja gut, prima, ich will deine Schuld nicht haben. Was habe ich dann davon? Verstehst du das? Ist es in Ordnung? Opfere deine Zeit dem, der sie braucht, besonders deinen eigenen Kindern, deiner Familie, Hühner, die Eier sammeln. Hm. Ja, die freuen sich. Tu anderen Menschen Gutes. Tu was einem Freude macht, verstehst du? Das ist richtiges Fasten. Lass die du gebunden hast, los, steht in der Bibel einmal. Ja, Jesus hat keine Freude, wenn wir anfangen zu kämpfen. Ich muss gar nichts. Ich bin nicht im Kommunismus, auch nicht irgendwo im Sozialismus und nicht sonst wo irgendwie. Ich bin in der Freiheit, wir sind zu der Freiheit der Kinder Gottes berufen. Ja, ich lebe nach seinem Wort, nach der Bibel, nach dem Evangelium, bin fröhlich. Und das ist richtiges Fasten. Es ist mehr als nicht nur zu essen. Und auf etwas zu verzichten. Ja, echtes Fasten. Ich verzichte nicht, sondern ich verzichte auf Dinge, die Gott nicht gefallen. Vielleicht nur unter Umständen. Ja, ich diene Gott mit Freuden. Und wenn ich dabei bin, ja, so in der Arbeit so beschäftigt, dass ich gar nicht zum Essen dazukomme. Auch das ist Fasten. Ja, ich bin so beschäftigt mit dem lieben Gott. Ich gehöre ihm und er bestimmt mich. Und das ist ein Fasten, das Gott gefällt, dieses Abenteuer. Ja, ich bete und ich habe vergessen zu essen. Ja, ich singe und habe vergessen zu essen. Ich predige und habe vergessen zu essen. Ja, und das ist befreiend. Ich muss nicht etwas tun. Und das ist, was Jesus will vom Fasten. Es ist kein Druck da, kein harter Verzicht. Ich mache das aus Liebe, aus Freude für den Herrn. Ja. Und da könnte ich ewig fasten. Ja. Da müsste ich gar nicht essen. Ja? Und es macht Spaß und Freude, Gottes Willen zu tun. Zuerst sieht alles so trübselig aus, auch so wie im Judentum, verstehst du, du darfst es nicht, du kannst es nicht, du musst es. Ja, nein, ich komme gar nicht dazu. Verstehst du, dass ich so voll Action bin, voller Aktion, ja? Und ja, Freude an Gott. Kommt vor sein Angesicht mit Freuden und mit Frohlocken und mit Vergnügen. Ja, das ist eine spannende Sache. Ich lese die Bibel und höre gar nicht mehr auf. Das ist so interessant und so spannend, ja, dass ich 38 Stunden brauche, um die Bibel durchzulesen. Das brauchst du, wenn du die durchlesen willst. Also, du dienst mit Freuden, mit Frohlocken. Ja. Wir sind erlöst, um Gott zu dienen, Geschwister. Und das ist mir so wichtig. Wir sind erlöst, um Gott zu dienen. Nicht nur, ich muss Gott dienen. Ach, das ist furchtbar. Ja, ich habe nachgerechnet, ich diene schon 11 Jahre nach der Rente. Ja. Ich wäre schon längst in der Rente, hätte mich auf den Balkon hinlegen, mich sonnen können, die Sonne genießen, verstehst du, und so alles. Nein, ich muss es nicht. Ich spreche über die Wirkung der Freude. Wenn du etwas
Tu es aus Freude des Flugs, verstehst du? Dann musst, musst du gar nicht groß anstrengen. Wie macht man das? Da fällt dir schon was ein, wie man macht. Da ist nicht so schwer, nicht so hart, nicht so viel. Also mir geht es so auf jeden Fall. Dann gehst du nicht nur die zweite Meile, dann gehst du auch die fünfte Meile noch, wenn es sein muss. Ja. Auch die fünfte Meile. Von der Freude hängt alles ab. Die meisten Leute haben keine Freude am Gottesdienst, verstehst du? Ich muss beten, ich muss in die Kirche gehen, ich muss das. Nein, du darfst in die Kirche gehen. Sei froh, dass man das erlaubt, dass man dich einladet. Komm, höre Gottes Wort. Ja. Freude ist die Medizin der Seele, hat jemand einmal gesagt. Und wenn du Freude hast, brauchst du keine Medikamente. Hör mir gut zu, ob du es glaubst oder nicht, mir ist es egal. Wenn du Freude hast, brauchst du keine Medizin, du bist gesund von innen her. Ja, ich habe Freude am Herrn. Ja. Dann gehst du weniger zum Arzt. Das sagt, ich will meine Zeit nicht verplempern dort im Wartesaal. Ja. Bist weniger krank, lebst gesund. Ja. Echte Freude hängt nicht von Umständen des Lebens ab, was äußerlich um dich herum geschieht. In Sprüche 15, Vers 30, da heißt es, ein freundliches Angesicht erfreut das Herz und eine gute Botschaft belabt oder belebt die Gebeine. Ja, deine Knochen, die funktionieren. Da trippelst du, da was weiß ich, da rockst du, was auch immer machst. Ja, bist fröhlich. Ein fröhliches Herz. Die meisten Menschen, wenn sie sich bekehren, die werden traurig, verstehst du, depressiv. Ja, ich darf das alles gar nicht, verstehst du. Ja, du darfst alles, aber du tust es nicht. Du tust es nicht. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt dein Gebein verdorren. Und deshalb sind so viele Christen trocken, laufen gar nicht, funktioniert nicht. Fröhliche Gedanken. Denk an fröhliche Erlebnisse, was du erlebt hast in der Vergangenheit. Und das hat große Wirkung auf dich. Glückliche Menschen sind gesund. Schau, junge Leute, wenn sie verliebt sind, wie schön sie aussehen. Rote Bäckchen haben sie, was weiß ich, ja. Glückliche Menschen sind auch gesunde Menschen, entwickeln sich positiv. Wer sich freut, der versprüht Leben, Halleluja. Der ist überall glücklich, ja. Komm her zu mir, sagt der Herr Jesus, ich will euch erquicken. Gott hat den Menschen ins Paradies gestellt, nicht in der Hölle. Und nicht irgendwo in der Wüste draußen. Nein, ins Paradies hat sie sich gestellt. Die sollen sich erfreuen und alles dient ihnen zum Besten. Psalm 4, Vers 8. Du erfreust mein Herz mehr als, ja, als Korn und Wein. Ja, du erfreust mein Herz mehr als Korn und Wein. Ja, du bist lustig, fröhlich, gelassen, entspannt. Spiel es auf deiner Harfe. Freue dich auf den Himmel. Psalm 4, Vers 8. Der Beter sagt, Herr, du erfreust mein Herz. Hier beginnt die Freude, nicht woanders, nicht im Gesicht, dass du die Zähne zeigst, keep smiling. Nein, fröhlich. Die Freude gibt uns Kraft und Mut. Ja, der Teufel will nicht, dass du Zugang zu Freude hast. Du sollst immer traurig sein, als wenn du Krebs hättest, Bauchschmerzen hättest, was weiß ich. Ja, wärst krank. Du sollst Spaß haben, du freust dich auf den Himmel. Und das ist die Freude. Ich freue mich, das geht alles mal vorbei hier auf dieser Welt. Ist alles zu Ende. Verliere nicht deine Freude an Gott. Das ist deine Stärke. So steht es in der Bibel einmal. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Der Teufel möchte dich nur zermürben, dich entnerven, dich ermüden, dich ja, schläfrig machen, dich aufreiben. Aber nimm die Lebenskraft an. Freu dich. Oh, ich freue mich auf, ich werde bald Jesus sehen, verstehst du, vielleicht in 50 Jahren, aber es spielt keine Rolle. Ich werde Jesus sehen, werde nicht freudlos, und das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du freudlos wirst, die Freude verlierst. Ja. Löse dich von allem, genieße das Leben. Ja, genieße das Leben. Löse dich von allem, was dich belastet. Löse dich von deinem Selbstzweifel, ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Ja, freue dich am Herrn. Ja, lass dich vom Teufel nicht in der Hölle treiben und freudlos machen. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wenn du betest, sollst nicht traurig sein und niedergeschlagen und weinen. Gott kann nichts tun in deinem Leben, solange du plärrst. Solange du plärrst. Und erst als die Leute aufgehört haben zu weinen, hat der Heiland gehandelt, der liebe Gott. Ja, ich habe gestern von Josaphat gesprochen und ist mir groß geworden. Mach deinen Jubelgesang. Ja, fang mit dem Lobgesang an. Schau dich, was die Heiden alles haben. Vergiss die Heiden. Mach dir das Leben nicht unnötig schwer. Das Leben ist schwer genug. Ja, freu dich.
Und es liegt an dir, das liegt nicht an Gott und nicht am Heiligen Geist, das liegt an dir, dass du dich freust. Werde nicht freudlos, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Du sollst den Herrn ehren mit Freuden. Komm vor sein Angesicht. Oh, lieber Gott, ich bin so glücklich, dass ich vor dein Angesicht treten darf. Und dass ich sagen kann, guten Morgen, lieber Heiland. Ja, guten Morgen. Ja. Du ehrst den Herrn, wenn du Freude fabrizierst in deinem Leben. Du musst Freude selber anheizen. Ja, die Bibel sagt in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16, freut euch alle Wege, alle Zeit. Ja, egal welchen Weg du gehst. Auch wenn er steil und dornig ist und wenn es steinig ist, spielt keine Rolle. Freut euch alle Wege im Herrn, egal wie du lebst, wie dein Leben passiert. Ob es leicht ist oder schwer ist, freut dich alle Wege. Danke Gott, danke Herr für das, das wird noch besser werden. Nachdem geht es wieder eben weiter. Ja, ohne Freude ist alles schwerfällig. Ohne Freude ist alles schwerfällig. Alles, egal ob es in der Familie ist, in der Partnerschaft ist oder wo auch immer ist, in der Gemeinde. Ohne Freude ist alles schwer. Ein Mensch mit Freude glaubt besser, heilt besser, wird gesünder, arbeitet besser mit Freude. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe keine Freude gehabt, als ich Lehrling war. Ich musste immer da abräumen und abstauben und wieder umräumen und wieder hin und her räumen. Verstehst du, mein Lehrer hat mich nur schikaniert. Ja, ich habe keinen Spaß gehabt. Ich war ständig krank. Simulant natürlich. Ja. Ja, ich war krank. Aber als ich Prediger wurde, bin ich nie krank geworden. Ja, ich habe Freude, dem Herrn zu dienen, einfach sein Wort zu verkündigen. Mit Freude funktionierst du besser, siehst besser aus. Verstehst du, die Leute drehen sich um. Was ist mit dem passiert oder mit der passiert, verstehst du? Ja, siehst besser aus. Die Freude, ja, freue dich besser an dem Herrn in aller Liebe. Löse dich von allen traurigen Gedanken. Begrabe die traurigen Gedanken, löse ich davon. Ja, viele sind gefangen von Problemen. Ja, so schwer, so schwer. Zu mir kam mal eine Griechin in der Nazareth-Kirchstraße im Gottesdienst. Eine Griechin kam, Herr, man tut es, ihre Religion ist so schwer. Habe ich gesagt, ich merke es gar nicht. Ich habe Spaß daran, verstehst du, ich habe Freude. Aber wenn du keine Freude hast, ist deine Religion schwer. Ja. Viele Menschen sind gefangen von Sorge, Krankheit, vom Negativen, von Armut, von Minderwertigkeit. Sie konzentrieren sich nur auf das Negative. Ja, konzentrieren sich auf die Freude. Ich diene dem Herrn, einem großen König, einem großen Herrn. Ja. Und du kämpfst nicht um dein Überleben. Wir haben schon unser Leben dahin, verstehst du? Wir sind schon gestorben in Jesus Christus. Ja, und wir leben jetzt ein anderes Leben. Christus starb für uns. Und ich habe die Ewigkeit vor mir. Ja. Die Menschen werden bedroht von den Feinden, von ihren Emotionen. Sie steuern da, ich kann nicht, ich schaffe das nicht. Ja? Hab Freude am Herrn. Fang an zu hüpfen, wie die Mastgelber. Ich weiß nicht, ob du schon sowas gesehen hast. Ja. Hast du das gesehen? Die wissen nicht, soll ich auf die Vorderfüße stehen oder auf die Hinterfüße stehen, da, wenn sie im Frühjahr rausgelassen werden auf der Weide. Ja? Wie die Mastgelber. Wir sollen hüpfen wie die Mastgelber. Und wenn wir nach Hause kommen, unser Mund muss voller Lachen sein, heißt es, ja, nicht nur ich muss sterben. Ach, Gott, vergiss das Ganze, ich muss sterben. Nein, ich darf heimgehen zu meinem Heiland. Ja, so viele Menschen leben von Angst und Depression und Bedrückung. Sie befürchten das Leben, was kommt jetzt, was wird. Ja, ich weiß, mein Erlöser lebt und da muss ich gar keine Angst haben auf das, was kommt. Mein Heiland kommt zu mir. Ja. Die meisten bekommen das, was sie befürchten, ja, aber das, was sie befürchten, ist noch nie eingetreten. Schau dir genau die Leute an. Das meiste, ja, eine Atombombe würde über uns fallen. Vergiss, wie viele Atombomben sind über uns gefallen? Noch keine einzige hier in Deutschland. Ruhe in Frieden, Ruhe in Gott, ja, Ruhe in Gott. Ohne, dass wir irgendwie uns auf die Konflikte groß einlassen. Wir haben Konflikte, wir haben Kämpfe, wir haben Gefahren, wir haben Katastrophen, wir haben so vieles, was wir durchmachen müssen. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Wenn Gott in dir ist, hast du eine andere Vorstellung vom Leben. Eine andere Vorstellung. Da glaubst du nicht jeden dummen Gedanken, jede dumme Idee. Du weißt, Gott hat alles in der Hand. Er hat alles unter Kontrolle. Wenn Gott in dir ist, dann wirst du nicht ja, auf alles deine Aufmerksamkeit richten, auf das Negative, vor allem was die Medien verzapfen. Die lügen ja sowieso ständig. Verstehst du, ARD, CDF oder wie der Kuckuck da auch heißt. Ja?
Ja, da wirst du das nicht alles glauben. Du wirst, hast deinen Kopf und du sagst, ich weiß, wenn der liebe Gott will, dass das kommen will, dann wird es kommen. Wenn nicht, dann ist es vorbei. Ja. Die Freude an Gott ist unsere Stärke, ihr Lieben. Ja. Nicht an den negativen Nachrichten, was so Land auf, Land ab ist. Unser Gehirn kann leider nicht unterscheiden, was gut ist und so weiter. Ja, was wir hören und sehen. Unser Gehirn ist blöd. Und wir müssen von unserem Herzen unser Gehirn steuern. Ja, ich glaube oder ja, ich glaube nicht. Und das löst alles Konflikte in uns aus, löst Stress aus, löst Ängste aus. Wenn du der Angst zulässt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, hat der alte Hiob gesagt. Ja, freu dich am Herrn, überlass ihm alles. Und er wird es schon regeln, er wird es schon regeln, er wird es schon so richtig einstellen. Ja, du bist ja sein Kind, hast dein Leben Jesus übergeben oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber die meisten erzählen, sie haben ihr Leben Jesus übergeben, aber wenn es darauf ankommt, dann zappeln und zippeln sie. Ja, lebe nicht in einem chronischen Stresszustand, hab Lebensfreude, Lebenslust. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich lebe, ich freue mich. Konzentriere dich auf Gott. Ja, die Wirkung der Freude ist mein Thema. Ja, dann lebst du viel gelöster, viel entspannter. Dann denkst du nicht an die Vergangenheit, dann denkst du nur an die Zukunft. Mich erwartet was ganz Großes. Ich werde ein König, ich werde ein Prinz oder was auch immer, verstehst du? Ja. Freu dich an den Himmel, an das, was kommt und was dich erwartet. Wir sollten viel mehr Freude haben auf die Ewigkeit. Er hat gegossen das Öl auf mein Haupt, ja, damit ich nicht, bei mir nicht mehr so quietscht. Ja, hab Lebensfreude, hab Lebensfreude. Spreche über die Wirkung der Freude. Ja, ich spreche darüber heute. Ja, ich spreche nicht von Dauerstress. Dauerstress raubt mir die Freude. Ich muss die Straße kehren, ich muss das Auto putzen, ich muss die Wohnung putzen, ich muss die, was weiß ich, was ich alles putzen muss. Ja. Das Leben wird einem erschwert und belastet. Ja. Freu dich, schau dir deine Konflikte an und dann bring sie zu Jesus. So einfach geht es. Einfach, Herr, hast du gesehen, hast du gehört, was sie da erzählt haben. Ja. Es gibt kein Leben ohne Schmerz. Es gibt kein Leben ohne Schmerz. Glaub nicht an diesen Blödsinn. Nur Dumme glauben das. Ja, das Leben muss bewältigt werden mit Problemen, was es auch immer ist. Wir müssen Konflikte, Verletzungen und vieles andere bewältigen. Uns wird nichts geschenkt. Es gibt nichts umsonst. Ja, aber wir gewinnen. Wir haben Freude. Ich denke immer an die Hühner und die Eier. Ja. Man freut sich. Ich weiß es, was es ist. Wir haben auch Bauernhof gehabt. Verstehst du? Und man musste die Eier suchen, weil die Hühner manchmal die Eier verstecken und dann gacksen sie. Ja, wir müssen uns freuen und dann anfangen zu suchen, wo ist das Ei? Wo ist die Sache? Ja, und wir sollten immer wieder uns freuen. Und dann freut man sich, wenn man irgendwo ein Eichen findet. Ich weiß das, brauchst du nicht erzählen. Mir erzählen, ich weiß, wie das Leben aussieht auf dem Bauernhof. Ja, freu dich über deine Arbeit, freu dich, dass du überhaupt Arbeit hast. So viele Leute haben keine Arbeit mehr oder wollen nicht mehr arbeiten, was auch immer ist. Ja. Es gibt kein Leben ohne Schmerz. Und erst, wenn du die Schmerzen überstanden hast und so weiter, bist erlöst und freust dich. Ich habe mein Eichen gefunden. Ja, erst bei Gott führst du ein schmerzfreies Leben, hast Frieden, Freude, Glück, deine Wünsche sind erfüllt, verstehst du, wir haben das Lied gehört, ja, wenn ich mich an dem Herrn erfreue, er erfüllt meine Wünsche, ja, da ist das Leben bewältigt, alles andere ist Blödsinn. Wir singen ein Lied und das habe ich bei der Beerdigung von meiner Frau singen lassen und die haben schön gesungen, die zwei Schwestern, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilens allein Grund meiner Freude und Anbetung sein und dann im Chorus, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich frei von Weh sein Angesicht sehe, wenn ich frei von Weh sein Angesicht sehe, wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, ja, wird nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ja, dort
Vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die ich hier gekannt. Und dann wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und das ist das Leben. Ja. Freudig. Die Wirkung der Freude. Wenn nach der Erde Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen einziehe. Ja. Und da wird das Leben goldig sein. Lebensfreude ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Leben. Lebensfreude. Freudig. Freudig. Und das steuert unser Leben, unser Glück, bewusst oder unbewusst, wie auch immer. Nimm das Leben so an, wie es ist, und dann bist du vom Leben nicht enttäuscht. So viele Menschen sind vom Leben enttäuscht, weil sie nicht so annehmen, wie das Leben ist. Ja, lerne das Negative zu verdrängen, nicht anzunehmen, an Absender zurück. Ja, unbekannt, also ich will damit nichts zu tun haben. Mein Thema ist heute Wirkung der Freude. Steuere deine Aufmerksamkeit auf das Ziel hin. Wenn nach der Arbeit ich zu Hause ankomme, meine Arbeit bei Gott getan habe, im Himmel. Ja. Wenn du Jesus siehst, ist alles vorbei. Glaub mir das, ist alles vorbei. Dann bist du in einer anderen Stimmung, in einer anderen Verfassung, in einem anderen Gefühl, lebst anders, verkraftest all die Schmerzen, die du hier gehabt hast. Die sind jetzt vorbei, die sind alles beerdigt. Eingeäschert, ja. Aber die gehören auch zum Leben dazu. Die gehören auch zum Leben dazu. Die meisten wollen nur angenehme Gefühle haben. Ach, mir ist wohl. Ja, mir ist nicht wohl. So oft ist in meinem Leben nicht wohl. Dann sage ich oft, pfui Teufel. Ja, oft. Ja, so oft muss ich kämpfen, muss ich mich aufraffen. Ja, ich muss aufstehen, verstehst du, zum Gottesdienst gehen. Auch das gehört dazu. Ja, wir wollen vom Schmerz nichts hören, wir versuchen zu verdrängen. Nein, erst wenn wir gestorben sind, ist das alles erledigt für uns. Das Leben besteht aus angenehmen und unangenehmen Erfahrungen, einmal diesseits und einmal jenseits. Mein Thema ist Wirkung der Freude. Die Freude ist nicht selbstverständlich, das musst du dir erzwingen. Ich will mich freuen. Ja, komm vor sein Angesicht, lass dich ermutigen heute. Komm aus deiner Freudlosigkeit heraus, ja, und die Freudlosigkeit hängt mit Gottes Beziehung ab. Wenn du keine richtige Beziehung zu Gott hast, wenn du nicht weißt, der Heiland lebt, der Heiland ist bei mir und ich gehe auf den Herrn Jesus zu, dann bist du unglücklich. Freude ist in meinem Leben nicht selbstverständlich. Ich muss etwas tun, ich muss mich Gott hingeben. Herr, ich freue mich. Ich freue mich eines Tages, auch wenn es in 100 Jahren, eines Tages werde ich dich sehen, wie du bist. Ja, werde ich dir begegnen. Freude kommt durch Hingabe, mit Geben und Nehmen, mit der Tat, wenn man etwas tut, mit dem Heiligen Geist. Das ist die Freude, wie die Freude entsteht. Kommt, durch den Heiligen Geist kommt Freude in dein Leben. Du musst nicht auf den Teufel hören. Ja, einfach freudig. Römer Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, der Herr erfülle dich mit Freuden. Weißt du, was ich oft mache? Ich bete in Sprachen und da erfreut mich. Weißt du, ich verstehe nicht, was ich da bete, verstehst du? So bla bla bla. Aber ich habe Freude, ich rede mit dem Vater, so wie kleine Kinder. Freude ist mehr als nur innerer Friede, verstehst du? Ja, als nur so weiter. Freudig. Heute ist es ja warm, glaube ich. Freude liefert positive, konstruktive Energie. Ja, wir machen weiter mit Vergnügen, Freude. Ja, da hörst du nicht mal aus. Ja, ohne Rücksicht auf irgendeine Situation, was da passiert, auf deine Gesundheit, auf deine Finanzen, auf deine Umstände. Freudig. Der Herr versorgt mich. Ich werde nicht verhungern, auch wenn ich Baumrinde essen muss wie in Nordkorea. Ja, die müssen um Gras essen, das verstehst du, weil sie sonst nichts haben oder nichts der Stadt nichts gibt. Behalte deine positive Überzeugung, dass du am richtigen Ort bist, die richtige Arbeit machst und dem richtigen Herrn dienst. Freu dich. Ich freue mich am Herrn, wie einer, der eine große Beute gefunden hat. Ja. Fürchte dich nicht, auch wenn du primitive Arbeit machen musst, Straßenkehrer sein musst, Zeitung austragen musst, Flaschen sammeln muss, was auch immer ist. Ich habe gestern, vorgestern,
mein Lehrgut abgegeben. Und das war ein Mann, der im Müll gekramt und gesucht, Flaschen, sagte, weißt du, wissen Sie, ich muss mein Leben irgendwie auch durchbringen und Flaschen sammeln und vielleicht kann ich diese Flaschen irgendwo unterbringen. Und dann habe ich gesagt, komm, nehmen Sie den Pfand, was ich da habe, nehmen Sie. Dann sagte er, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Da lebt man dankbarer. Die meisten Leute wissen nicht, wie reich und wie gesegnet sie sind. Die meisten wissen es nicht. Ja, hab Freude. Und hat sich so gefreut. Ja, es war nur 2,50 Euro, aber trotzdem. Ja, freu dich. Und mach anderen Leuten Freude. Und wenn du anderen Leuten Freude machst, hast du selbst dir am meisten Freude gemacht. Ja, mach anderen Leuten Freude. Kommt vor sein Angesicht mit dienen. Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Und deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten. Ja, auch das ist ein Stück Leben, um des Herrn würdig zu wandeln, gekräftigt zu werden in aller Art, zum Ausharren in Langmut und Frieden. Ja, ohne Freude schmeckt dir nicht mal das Essen. Ja, ohne Freude schmeckt dir nicht mal das Essen. Gott hat uns berufen, dass wir Freude haben, sogar beim Essen. Sag Dank allezeit für alles, ja, wie Gott dich gesegnet hat. Ohne Freude, ohne Begeisterung, ohne Enthusiasmus, ohne ja, von Gottheit erfüllt zu sein, passiert gar nichts im Leben richtig. Da läuft nicht. Da kannst du machen, so viel du willst, kannst gebildet sein, kannst studieren, so viel du willst, du kommst nicht weiter. Besiege deine Freudlosigkeit. Ja, tu was dagegen. Sehe dein Leben mit den Augen Gottes. Ich tue jetzt nicht nur für mein Leben, sondern ich tue was für meine Ewigkeit. Ich diene Gott. Ja. In Görlitz war ein Philosoph oder ein gottesfürchtiger Mensch und er hat Steine geklopft für die Kirche. Dann sagte er, was machen Sie? Ich klopfe hier Steine, aber ich arbeite für Gott. Ja. Tut, was du tust, du alles für Gott. Sieh mit den Augen der Ewigkeit. Probleme kommen, wenn du die Freude dir rauben lässt. Lass dir die Freude nicht nehmen, ja, was auch immer ist. Sehe dein Leben als eine Chance, eine Gelegenheit. Ich darf für Gott arbeiten, auch wenn ich Steine klopfe. Ja. Nimm nicht alles gleich so persönlich. Ein paar Gedanken, was ich schnell einflechten möchte. Ja. Du sollst dich freuen. Und wir werden nachher das Lied hören, bevor wir zum Abendmahl gehen. Ich will mich freuen. Ich will mich freuen. Ja. Ja. Nimm dein Leben glücklich hin, mit in guter Hand. Bleibe standhaft. Versuche nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Ja. Habe keine Angst vor Verfolgung, wenn man gleich alles dir nachmacht, was auch immer ist. Die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes, Galater Kapitel 5, Vers 22. Ja, Freude ist eine Begleiterscheinung vom Wirken Gottes in unserem Leben. Das ist Freude, freudig. Ich darf das machen. Es wäre schlimm, wenn es verboten wäre für mich. Verstehst du, ich darf das machen. Ja. Den Juden hat Gott befohlen, einmal in der Woche Pause zu machen, Sabbat zu halten. Und sie sollen Pause machen und ruhen und ja, die Arbeit unterbrechen. Die Arbeit ist nicht das Leben, Studium ist nicht das Leben. Ja. Es gibt noch viel mehr dazwischen. Ja, die Freude am Herrn, dass ich mich auf meine Familie freue, dass ich auf Gott mich freue, auf den Gottesdienst in der Synagoge, was damals war bei den Juden. Ja, nur so kannst du das Leben aushalten. Ohne Freude kannst du das Leben nicht aushalten, in aller Liebe. Der Mensch lebt aus seiner Seele heraus. Er braucht Natürlichkeit, Echtheit, Frohsinn, gute Laune, ein bisschen Schwung. Halleluja. Und dann springt er, ja. Gott hat befohlen, lebt das Leben. Freude ist etwas Positives. Also ich komme von den Eiern nicht weg. Ja, aber mir macht es Spaß. Aber ich weiß, es ist was ganz Schönes. Ja, ja. Du brauchst was Positives. Jetzt habe ich wieder was gefunden. Ja, jetzt habe ich wieder was gefunden. Ja, das motiviert mich. Freude ist ein guter Ratgeber. Du glaubst nicht, was die Freude in unserem Leben ausmacht. Das zieht sogar die Engel an. Ja. Die Bibel sagt, habe deine Lust, deine Freude am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, er wird dir geben. Ohne Freude geht bei unserem Leben nichts weiter. Verstehst du? Stagniert, alles steht auf der Stelle. Du brauchst hier Freude, dass du sagst, jetzt habe ich wieder was gefunden. Jetzt ist wieder was da. Ja. Du bleibst glücklich, wenn du weißt, ich finde was, ich entdecke was und streichel dir auch die Hühner noch so ein bisschen. Auch das, die sind so glücklich, wenn man sie streichelt. Ja,
Die Freude, ja. Und dann lebst du das Leben ganz anders, da geht das Leben ganz anders. Und die Tiere und was weiß ich, die haben viel mehr Spaß am Eier geben, Eier legen, was auch immer ist. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das sagt nicht nur der Mensch, das sagen sogar auch die Tiere. Verstehst du? Auch ob du es glaubst oder nicht. Ja, die Freude, davon hängt alles ab. Denk positiv, denk positiv. Ja, denk nicht an das, was die Wirtschaft macht, die Medizin macht, die Technik macht oder die Ingenieure machen. Ja, die machen nur was Technisches und dann multiplizieren sie. Aber die machen so etwas ganz Individuelles, was Individuelles. Tu etwas gegen deine Leiden, gegen deine Probleme, unternimm etwas, freu dich. Lieber Gott, einmal geht das zu Ende. Einmal geht auch dieser Kampf zu Ende. Einmal ist alles vorbei. Tu was. Viele leiden, viele Deutsche leiden daran, Gelenk, Verschleiß, was auch immer ist. Weißt, einmal ist alles vorbei. Wenn du im Grab bist, wirst du nicht mehr dran denken in der Ewigkeit, was da alles gewesen ist. Ja, es geht alles vorbei. Stärke dein Leben, stärke deine Gesundheit, stärke deine Beziehungen durch Freude. Jesus sagt, weint nicht. Das hat Jesus gesagt. Öfters weint nicht, ja. Du bist zu oft bekümmert. Geh dein Problem richtig an. Nicht mit chemischen Mitteln. Mit dem Glauben, mit dem Heiligen Geist, ja. Bleibe natürlich und bleibe normal. Auch das geht vorbei. Auch das geht vorüber, ja. Verzweifle nicht. Versteife dich nicht auf die Wissenschaft und sag, ja, die Medizin muss mir helfen. Pfeif drauf. Die hilft dir sowieso nicht. Die verdrängt es nur. Das kommt nachher später noch viel stärker. Freude am Herrn heilt unser Knochen, habe ich gelesen in der Bibel, unser Gesicht, verstehst du, da guckst du ganz glücklich, was ist mit der los oder mit dem los. Ja. Freude festigt unsere Struktur, Freude balanciert uns aus. Freude, die meisten Menschen haben ein angeknacktes Selbstwertgefühl. Ja, sie sollten sich freuen, aber sie können nicht. Warum? Weil sie nicht wollen. Denn die Freude kommt nur mit dem Willen. Ich will mich freuen oder ich will mich nicht freuen. Ich will. Ja. Ich will an Gott denken, an die Ewigkeit denken. Ja, Gott gab uns so viele Talente, dass wir Freude haben können. Ja, spiel Mundharmonika. Wann hast du zum letzten Mal Mundharmonika oder Flöte gespielt? Ja, vielleicht hast du es schon verlernt. Fang an, dich zu freuen. Und dann kannst du dich erst richtig entfalten. Ja. Gott hat uns so viel Dinge gegeben, dass wir uns freuen. Lies die Bibel, lies was Gescheites. Ja. Oder ein Witzbuch, wenn du die Bibel nicht lesen willst. Ja, auch das gehört dazu, dass du mal einen Witz hast und mal drüber lachst. Oder lach über dich selbst mal, verstehst du? Auch das ist gut, dass du mal über dich selber lachst, über deine Dummheiten. Ja. David hat sehr viel gesungen. Und deshalb hat er das Königreich bekommen, weil er glücklich war. Er hat sich gefreut. Ich denke nur an die armen Sklaven in Amerika dort, die Gospelmusik geschrieben haben. Wir werden eines Tages überwinden. Und dann haben sie weitergesungen und weiter ihre Baumwolle gepflückt oder was auch immer ist. Das hat sie nicht gestört. Ja. Hab gesunde Gedanken. Und gesunde Gedanken sind fröhliche Gedanken. Halleluja. Und deshalb, wir sollten uns freuen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir uns freuen dürfen, auch jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, und dass wir gesunde Gefühle entwickeln dürfen in dir, in Jesu Namen. Ja, die Wirkung der Freude, Herr, das ist mir so groß geworden, was das alles bewirkt, wenn wir allein an dich denken, an die Ewigkeit denken. Ja, wir leben nicht nur für diese Zeit, wir leben für die Ewigkeit in Jesu Christi Namen. Halleluja. Amen. Und wir hören das Lied, ich will mich freuen, und dann gehen wir zum Abendmahl.